So, moin moin Leute. Ich hatte euch ja das Video mit der Bremsbelüftung versprochen. Das ist jetzt auch soweit fertig. Ich muss mich leider entschuldigen dafür, dass die GoPro mitten beim Einbau leider Batterie war leer. Deshalb seht ihr jetzt einmal alles, was wir bisher abgedreht haben. Und nachher gibt es dann noch mal ein paar Fotos, wie alles fertig ist. Also bis dann, Leute. Ciao. So, Leute. Darum geht's heute. Wir bauen die hier ein. Und wie wir das jetzt machen, zeige ich euch. So. Der erste Schritt ist jetzt hier, den Unterboden einmal abmachen. Dafür müsst ihr alle Schrauben einmal rausdrehen. Und wenn wir das jetzt fertig haben, dann geht's weiter. Also wie gesagt, Bremsbelüftung hier. Und dann mit Aluflexschläuchen führen wir das hinten entlang. Aber das seht ihr dann auch gleich alles. So, der Unterboden ist jetzt ab. Der Unterboden ist jetzt ab und jetzt muss hier dieses Blech raus, ist mit einer Nute und dann geht die Luftführung von hier so zur Bremse. Bis gleich. So, die Front ist jetzt ab. Jetzt machen wir hier Anpassungsarbeiten. Also wir cutten hier, das cutten wir raus. Dann behalten wir hier oben den Befestigungspunkt, weil das Teil hat keine Bewandtnis. Und bevor wir das komplett rausnehmen, ergibt ja keinen Sinn. Also cutten wir das, weil auf der Fahrerseite zum Beispiel muss man da ja dieses Blech beibehalten, weil hier die Luftführung ist für den Luftfilter. Also machen wir hier einen Cut, nehmen das Teil raus und für den Kanal dann hier entlang zur Bremse. Verstanden? So, bis gleich. Yeah.
Da haben wir es jetzt. Jetzt noch ein bisschen hübsch machen. So, und hier kommt dann nachher die Aluführung durch und die geht dann direkt zack hier drauf. Jetzt gehen wir mal eben zu der Blende, dann zeige ich euch das da einmal. So. Luftführung. Ja, das haben wir ausgekattet, das habt ihr ja gesehen. Und dann von hinten verklebt mit Epoxidharz, 2-Komponentenkleber. Ja. Da sieht man nachher nichts mehr von. So. Weiter geht's. So Leute, jetzt bekommt ihr einmal die Videos, wie alles eingebaut aussieht. Also ich finde es richtig geil geworden. Und wenn ihr hierzu noch Fragen habt, schreibt es einmal unten in die Kommis rein. So, und wie ihr seht, sehr unauffällig. Das war halt mein Augenmerk bei der ganzen Sache. Natürlich muss die Funktion auch erfüllt werden, aber die Funktion wird erfüllt und ist wirklich sehr, sehr unauffällig. Also man könnte denken, dass es OEM-Style ist, weil die anderen Varianten gefallen mir einfach nicht, die am Markt sind. Da muss man halt selbst ran. Von daher, bis dann, Leute. Also ich denke mal, das nächste Video wird jetzt das Vorstellungsvideo von meinem Auto sein. Seid ihr gespannt drauf, die Arbeiten laufen dahingehend schon. Die 100-200er Messung zum Beispiel habe ich schon im Kasten. Leider mit Beifahrer und vollem Tank, aber Zeit ist trotzdem geil geworden. Also lasst euch überraschen, das Vorstellungsvideo kommt noch. Und ich denke mal, dann vielleicht noch 1-2 kleine Videos. Und dann sehen wir uns, denke ich, zum richtig geilen Roadtrip wieder. Also bis dahin, Leute. Ciao. Liken, abonnieren, teilen, wo ihr Bock drauf habt. Also bis dann, Leute. Ciao.